Also mit frischer Luft hier. Schöne frische Autobahn. Also wenn du einen ganz netten Prüfer hast, der bleibt dann noch ein bisschen länger auf der Bahn, lässt sich nochmal eine Spur wechseln, um zu gucken, ob das nur war wegen meiner Nervosität oder ob du es einfach wirklich komplett vergisst und gar nicht machst. Fahren wir gleich Richtung Oberhausen weiter. Ist das jetzt schon hier recht, oder? Nö, langsam, also das erkennst du in Ruhe. Aber du siehst ja, auf der Straße steht schon hier A2, BAB, A2, BAB. Ja, mit grünem Pfeil ist natürlich ganz cool hier, ne? Keine Ahnung, welcher Fußgänger hier drauf gedrückt hat, aber... auf jeden Fall eine Mission gehabt haben. Links kann ja nichts kommen, weil er Pfeil ist. Genau. So, ab hier darfst du schon. Theoretisch schon fahren. Genau. Aber du musst jetzt schauen, wir wollen halt Richtung Oberhausen. Jetzt musst du erstmal auf die Schilder gucken, wo das überhaupt ist. Nach rechts. Okay. Soll ich schon blinken? Warte, wenn du es siehst. Also, wenn du sofort blinkst, du weißt ja noch nicht, wo die Auffahrt ist. Alles klar. Genau. Cool. Blinken wir dann wieder aus. Über Twitch. Manchmal, wenn ich über YouTube streame, ist es einfach im Chat eine Vollkatastrophe. Da sind viele Vollidioten unterwegs. Da hast du keinen vernünftigen Chat, da können sich die Leute nicht unterhalten. Und dann Twitch ist irgendwie eine coole Stream-Plattform. Die Qualität an Zuschauern auf Twitch ist deutlich höher. Okay. Es sind nicht so viele, aber wenn auf YouTube irgendwie manchmal 200 Leute gucken, sind davon 50 Vollidioten. Ja. Dann schreibt einer, oh, geile Piep oder zeigt da Piep und Piep und das würde ich gerne mal Piep. Und dann denkst du dir, was ist das denn? Es ist halt rappelvoll, ne?
weil du nie weißt, wie die Kurven aussehen. Jede Ausfahrt unterschiedlich. Aber mit 50 hast du eine gute Chance. Guck mal, dann ist die auf einmal ein bisschen krasser, dann musst du halt die auf 40 runtergehen, weil sonst fährst du direkt die andere Seite wieder drauf. Und irgendwann, wenn du dann merkst, oh, ist ja easy, dann kannst du halt wieder Gas geben. Aber vorher nicht. Wir fahren an der nächsten Ampel rechts. Ja, also Spiegel schon mal checken. Genau. So, und dann schau schon mal, genau, dass du langsamer wirst. Dass du dann hier keine große Überraschung erlebst. Mit frischer Luft hier. Schöne frische Autobahn. Ist gar nicht so kalt drauf. Ah, Schildercheck. Ja, ja. Langsam. Kannst rübergehen, alles gut. Seitenblick. Langsam.
bisschen, wenn stressig wird, will man sich immer so beeilen und dann sozusagen auf der Autobahn richtig übel, weil wenn du bei hohen Geschwindigkeiten weniger machst, dann langsam. Dann reicht, also dann kommst du halt sofort in Schleudern. Das ist halt keine Schnitte. Und deswegen ist das wichtig, dass du das alles so Step by Step by Step machst. Wegen sowas durch die Prüfung fällst, ist halt
fährst erstmal ganz normal Autobahn weiter, bist dann voll konzentriert und ich weiß dann schon, scheiße, wir fahren die nächste runter, das war's. Also wenn du einen ganz netten Prüfer hast, der bleibt dann noch ein bisschen länger auf der Bahn, lässt sich nochmal eine Spur wechseln, um zu gucken, ob das nur war wegen meiner Nervosität oder ob du es einfach wirklich komplett vergisst und gar nicht machst. Sagt er das dann, dass wir Spur wechseln sollen? Ja, eventuell sagt er dann, ja, wir fahren dann nochmal weiter auf der Autobahn oder wir bleiben erstmal hier. Also der sagt nicht direkt, alles klar, wir wollen die Spur wechseln. Ja, jetzt muss er gucken, 130 hast du. Schneller bist du, kannst du halt trotzdem nicht bringen. Nee, das funktioniert nicht. Du musst jetzt, guck mal, jetzt musst du erstmal Gas geben. Der ist ja noch genau neben dir, der ist noch weit weg vom Innenspiegel. Blinker rechts, Seitenblick. So, jetzt musst du runterbremsen. Nochmal rechts rüber, Blinker rechts. Ganz rechts rüber. Langsam. So, mach mal Blinker aus. Bleib erstmal. An der Stelle hast du zu viel Hektik drin gehabt, da hast du gar keine Chance gehabt, überhaupt irgendwelche ansatzweise Geschwindigkeiten einzuhalten, hast du das gemerkt? Mhm. Da kam dann 80, dann 130 ja. Und du so oder irgendwie da durch. Damit du das schaffst in der Prüfung, ein bisschen langsamer fahren und weiter vorausschauend fahren, dass du früh erkennst, alles klar, gleich ist die Geschwindigkeit aufgehoben, aha, da fahren zwei LKWs, den beobachten. Dass du im Prinzip schnell fährst, das ist nur eine Konsequenz von alles klar, ich habe alles im Griff. Mhm. Aber nicht schnell fahren und dann mal gucken, wie du das irgendwie regelst. Ja. Weil sonst kann es sein, dass da irgendwie zwei, drei Umstände den Strich durch Rechnung machen und dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Und dann, so wie von dem LKW, kriegst du dann so ein Hupa oder jemand anders schneidet dich und dann ist halt richtig ätzend. Mhm. Autobahn verstehe ich nicht. Also verstehst du auch nichts, ist klar, aber. Ich meine, Wetter ist natürlich Bombe dafür, ne? Aber du bist ja taub, wenn du zu Hause bist. Hat er sich schön die Haare gefüllt auf jeden Fall. Das ist ja wahrscheinlich das erste Mal, dass ich keine Locken habe. Alles klar, da gibt's sowas. So, diese Spur hier hat ganz schön viel Potenzial, dass ein LKW gleich rauszieht. Siehst du das? Ja, warte erstmal, bleib erstmal hier, bremst erstmal runter. Wir werden nämlich gleich Richtung Dortmund Nord weiterfahren. So, dann müssen wir mal schauen. Ich versuche Schilder zu sehen. Ja, ja. Links gleich genug Platz, aber ne, da kommt schon das Schild. Ja, er hat seinen großen Geschwindigkeitsrausch. Okay, jetzt kannst du drücken. Dortmund Nordost, das ist das in einem Kilometer. Ein Kilometer müsste reichen, um beide LKWs locker zu überholen. Du darfst dann nach dem LKW jetzt nicht mehr zu schnell sein, weil sonst läufst du schon auf den nächsten wieder auf. So, beobachten. Genau. Tipptopp. Genau. Und auch hier so bei 120 bleiben, das ist eigentlich eine super Geschwindigkeit dafür. Und dann den links nicht überholen. Ja, genau, jetzt kommen wieder deine 300 Meter, jetzt wieder anfangen zu blinken, aber dann nicht bremsen. Einfach ganz normal mit der Geschwindigkeit dann hier rüber wechseln. Beobachten, dass hier keiner versucht, da durchzuziehen. Blinker wieder aus. Wir fahren dann Richtung Lünen weiter. Siehst du, wo das ist? Mhm. Dortmund, Brechten und Lünen. So. Jetzt würde ich ein bisschen langsamer werden und anfangen nach oben zu gucken. Weil wenn von da Autos kommen, hast du mit denen hier sowas wie so ein Reißverschlussverfahren. Blinker rechts, weil Lünen ist rechts. Spiegel, Seitenblick. So, und jetzt bist du wieder auf der Ausfahrt. Wie schnell nochmal? Jo. Genau, da ist halt wichtig, dass du den Tacho kontrollierst, weil die 50 unterschätzte, die fühlen sich nämlich jetzt an wie 30.
brauchst du erstmal wieder ein bisschen Zeit, um zu checken, wo es Lügen. Bleib am Gas, beobachten, das passt, das ist alles gut. Seitenblick, dann geht's so weit. Das ist das gleiche, wie es unten gewesen ist mit diesem Reißverschlusssystem. Das heißt, du musst den beobachten, der ist hinter dir. In 99% der Fällen bleibt er hinter dir, weil das System so funktioniert. Weil er quasi ab. Genau, also er geht rüber, du gehst rüber, das passt alles. Ihr müsst ungefähr die gleiche Geschwindigkeit nur haben. Das ist so das Wichtigste dabei. Das jetzt hier ist auch schwierig. Check den Spiegel, Blinker, Seitenblick. Dann gehst du rüber, direkt Geschwindigkeitsschilder checken. Genau. Und das schaffst du halt nur, wenn du dir dabei die Ruhe antust. Weil sonst merkst du ja, alles klar, oh, Beschleunigungsstreifen, ziehst drauf, zack, drauf und dann... Vielleicht machst du auch gerade noch so einen Seitenblick und dann siehst du die 80 gar nicht und schepperst hier mit 120 weiter und dann... Sie haben Wurst. Kennst du die Einfahrt nach Lünen? Nach rechts? Ja, nach rechts, genau. Oh, check einmal die 60 hier. Das ist ein bisschen tricky, weil normalerweise steigt jetzt ein Impuls auf, dass du stehen bleiben willst und nach links gucken willst. Das ist aber nicht so. Du musst nur ein bisschen runterbremsen und hast dann deine ganz eigene Spur. Das heißt, guck gar nicht nach links, guck nur nach vorne und fahr ganz normal weiter. Check oben das Schild, 70 und alles ist gut. Viele, die nicht ortskundig sind, bleiben dann da stehen. Gucken, dass auch von links was kommt. Genau. Und dann scheppert dir entweder hinten einer drauf oder was weiß ich. Siehst du die Ampel? Genau. Jetzt schon reagieren und langsam anbremsen. Das ist dann vorausschauendes Fahren. Tipptopp. Und wie ist Autobahn so? Chillig. Chillig. Also hohe Geschwindigkeit mag ich auf jeden Fall. Ja, das habe ich gemerkt. Musste schauen, dass du wirklich, dass hohe Geschwindigkeiten die Konsequenz sind von dem, was du machst. Nicht, dass du, weil hohe Geschwindigkeiten zu fahren ist einfach. Setz dich ins Auto, gibst Gas. Also das kann jeder. Muss nur Lenkrad festhalten. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann knallt, ist relativ hoch. Um das zu vermeiden, versuch, also vielleicht kannst du dir diesen Satz im Kopf merken, dass hohe Geschwindigkeit nur eine Konsequenz ist von dem, was du vorher kontrolliert hast. Und automatisch kannst du schnell fahren. Und wenn du erst schnell fährst und dann mal guckst, wie du das kontrollierst, dann wird schwierig. Das ist halt auch das, was wir da auf der Lassisee machen. Ne? Wenn die Fahrschüler dann kommen und wollen dann halt auch Gas geben, dafür ist ja diese ganze Geschichte auch gemacht und fahren dann mal mit, also so, das sind ja auch so Autobahnkurven, diese Auffahrten und so, kannst du dann halt auch mit 60, 70 mal so eine Kurve fahren oder auch richtig Gas geben, ist gar kein Problem, aber dann merkst du dann halt auch, was passiert, wenn es einmal ein Müh zu viel ist und dann kann auch ESP und ABS nichts mehr regeln, weil dann tschiing. Und das Gute ist, da sind nur so Kiesbeete und Blumen und Grünstreifen. Das passt. Ja, und dann will man da Betonwände oder so. Das wäre... Uwe war auch hier. Korrekt. Wenn du in der Prüfung, wovon ich nicht ausgehe, dass wir auf die Autobahn fahren, aber falls wir es doch machen, und du kommst danach wieder in die Stadt, kontrolliert dreimal mehr deine Geschwindigkeit. Warum spürt das halt nicht so richtig? Ja, und die 50 fühlen sich halt an wie laff, auf jeden Fall sehr laff. Very, very laff. Das ist aber Vorteil für den Vorhang, was fährt dann von dieser Orientierung sein. Ja. Ja, aber da musst du aufpassen, die meisten, wenn 50 ist, fahren ja, 60. Klar. Eingetragen, aber ich will mal vor, wenn da einer von der Seite, den man die Vorfahrt nimmt, dann... Tja, fliegst du aber weit. Ja. Das geht ja gar nichts. Ich glaube schon bei starkem Wind, glaube ich, ist schon... Ja. Eine Brücke oder so. Ja, wahrscheinlich fährt das Ding dann 120, 130. Ja, nicht so wie, aber... Ja. Ich kenne nicht mehr als 200, 300 Kilo, glaube ich. Das schwerste wahrscheinlich der Akku. Guck mal, wenn wir jetzt hier wieder in die Stadt reinkommen, ne, dann sagt der Prüfer, wir wollen an der nächsten Ampel links und an der zweiten Ampel wieder links. Check Spiegel, Blinker, Seitenblick.
dann gehst du jetzt hier links und weil du an der zweiten Ampel wieder links sollst, wieder links rüber. Genau, jetzt beeil dich nicht, weil die Kurve ist schwer innen zu fahren. Ampel passt noch, ist das grün. Schön langsam. Genau. So, und weil du jetzt die richtige Spur hast, brauchst du nur noch Spiegel gucken, Blinker und dann kannst du praktisch gleich locker rüber. Außer der Fußgängerin sehe ich erstmal keine Komplikationen. Bremst mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Weil wenn sie geradeaus geht, hat sie Vorrang. Dann musst du hier stehen bleiben. Geht sie nicht, dann kannst du gehen. Sonst macht die dir einen Strich durch die Richtung. Wenn du hier quer auf der Kreuzung stehen bleibst, fällst du deswegen durch. Genau. So, und sowas macht der Prüfer dann zum Beispiel. Der fährt halt einmal dann eine Runde auf der Autobahn, wenn dann Zeit, also relativ fix, direkt zurück und dann halt, oh, schon Sport hier, die sind wieder schön durch den Wald gelaufen, die haben alle richtig Bock. Ja, ich Vorfahrt. Ja. Und dann halt schön schnell in so ein Wohngebiet rein. Und in dem Wohngebiet musst du wirklich schauen, also der fährt halt hier rein, weil der, du hast jetzt hier fünfmal diese Einzelvorfahrt. Am Ende kommt, glaube ich, eins ohne. Zum Beispiel. Und deswegen fährt er halt hier rein. Ne? Da will er sehen, wie wach bist du. Und hast du das mit rechts vor links und den ganzen Schildern hier gut im Griff. Aber wir machen das jetzt gleich genau so, wie die das manchmal in der Prüfung machen. Das ist halt auch wegen Spielplatz. Einfach erhöhte Aufmerksamkeit. Ne? Weil hier ist alles kombiniert. Achtung Kinder, Achtung Baustelle, Achtung Vorfahrt. Links weiter. Genau, mach aber langsam und eine riesen Kurve, als wärst du ein Bus, wenn du hier reinfahren willst. Genau. Damit du denen genug Platz lässt, die dann da wieder rausholen. Langsam, langsam. Du musst sicherstellen, dass hier niemand kommt, ne? Weil du die Hindernisse auf deiner Seite hast, müsstest du warten, wenn einer kommt. Dann ist das nächste tricky, oben rechts, rechts vor links. Da. Das heißt, du musst ein bisschen rechts rüberfahren, also so einlenken, kommt natürlich keiner. Und dann lenkst du langsam wieder zurück. Genau. Dann sagt der Prüfer, such dir eine geeignete Stelle zum Umkehren. Oh, erstmal langsam. Weißt du, was geeignet wäre? Hier? Die Straße einfach. Mhm. Genau. Ich habe alles von gerade. So, genau. Dann blink aber rechts, dass jeder hinter dir checkt, was du jetzt machst. Mhm. Durch diesen Blinker rechts symbolisierst du immer, alles klar, ich parke entweder oder ich kehre jetzt um. Ja, das ist P. Mach nochmal. Oh, nein. Jo. Und jetzt ist wichtig, dass du so langsam machst wie möglich. Mhm. Dass du dir wirklich viel Zeit lässt. Genau. Ab der Hälfte einmal stoppen. Damit du das halt sehen kannst. Genau. Und dann wieder langsam rein. Vergleich auch gerne mit den Außenspiegeln, ob du die Bordsteine siehst und ob das so passt. Okay. Und dann schön wieder kurz nach hinten gucken. Und weil du halt überall immer deine Augen haben musst, also mal auf den Radweg, mal auf dem Radweg, mal in den Spiegel, deswegen halt so langsam wie es geht. Genau. So. Wenn jetzt da einer kommen würde, müsste er auf mich warten. So. Genau, wenn er das nicht tut, weil er ein Vollhorst ist, dann ist es natürlich okay.